Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf der NF Match Map zusammen mit meiner Frau. Hi. Megan McManus. Hallo. Ich bin Freezy. Hallo. So, wir haben natürlich immer noch starke Gegner hier im Start. Habt ihr gesehen, auch im Gumsing-Projekt, McManus mit Ballen. Und Manus kann er um. Ist irgendwie kurz vom Stimmbruch, oder? Was? Nein, alles gut. Ja, das mit den starken Gegnern können wir zurückgeben. Also das haben wir natürlich auch. Also wir müssen sehr, sehr viel Gas geben, um hier entweder, man kann es ja nicht so richtig sagen, entweder dran zu bleiben oder gleich zu halten oder was auch immer. Ich weiß es gerade noch nicht so richtig, wie man es einordnen soll. Ich glaube, das weiß man tatsächlich erst in 2 Wochen lang. Ja, genau. Müssen wir schauen. Irgendwie wird's. Aber ist auch in Ordnung, so macht es auch mehr Spaß, als wenn jetzt einer irgendwie 4-0 führen würde als Beispiel. Ja. Match auf Augenhöhe. Und was war das? Du versuchst dich an hier Tür montieren, hast du gesehen? Ich habe eine Tür montiert, das ist richtig, ja. Mit dem Türmontageset Pro von Wolfcraft. ganz kurz, wo steht das an? Da hinten. Druckplatzierung, ich habe gerade keinen Button dafür, aber. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich mit Wolfcraft schon eine längere Kooperation habe. Und? Die sind damals durch meine Bauvlogs auf mich aufmerksam geworden. Hm. Und haben mich damals gefragt, denen hat es sehr, sehr gut gefallen. Und die haben mich damals gefragt, ob ich da Lust drauf hätte und so weiter. Und ob ich Interesse hätte, ihr Werkzeug zu testen. Warum nicht? Und na, genau, warum nicht? Und da habe ich dann zugesagt und es fing damals an mit den Laminatverlegesets. Genau, es fing damals an mit dem Laminatverlegeset, dann der Fliesenschneider und dann kam halt mal noch jetzt die Türmontageset dazu. War das so schön? Braucht man ja auch alles als Hobbyhandwerker, ne? Oh, ey, der habe ich ja wieder ein Brett gedrückt bekommen, ey, ohne Mist, ne? Ah, typisch Frau, oder? Naja, Hobbyhandwerker. Dass sie wenigstens Profi-Hobbyhandwerker sagt, ne? Nein. Hobbyhandwerker, das war echt so gemein. Ja, du hättest bei uns theoretisch gleich weitermachen können, mir auch eine Tür einsetzen. Wir mussten nämlich eine kaputt machen. Oh. Da unser Kleiner meinte, bei uns schnell ins Schlafzimmer zu rennen, der Kopf mag. Also wir haben, wie gesagt, keine Schlüssel in den meisten Türen gehabt, aber da war noch ein Schlüssel in der Tür. Rennt ins Schlafzimmer, macht Tür zu und kommt ja mal gerade so ran und zieht am Schlüssel und dreht ihn um. Wow. Ist allein im Schlafzimmer. Da bist du auch erstmal panisch. Nein, das hat er jedoch jetzt nicht echt gemacht. Echt, ne? Fuck. Und natürlich, ich meine, er ist noch nicht so, er versteht es. Er ist nicht mal 2 Jahre. Weißt du natürlich auch, sind die Kinder noch nicht so, dass sie verstehen, den Schlüssel wieder reinzustecken und umzudrehen. Vor allen Dingen ist das ja auch sehr, eine ganz andere schwierig. Kraftanstrengung, ne? Ja, sehr schwierig. Dass er es überhaupt geschafft hatte, war schon verwunderlich. Und ich habe viel versucht mit selbstgebastelten wie Dietrich. Ging nicht. Bitte? Das ging nicht. Ich hab's nicht umgedreht gekriegt. Der Widerstand war zu doll. Er hat auch 2-mal umgedreht. Vermuten wir zumindest, okay. Ja. Ja, dann haben wir unten die untere, was ist das, die untere Zarge aus der Verkleidung von der Tür rausgehauen, so ungefähr mit einer bisschen grobe Gewalt. Mhm. Nachdem man dann eine Viertelstunde oder 20 Minuten das auf normale Art versucht, aber er dann ja auch langsam wirklich auch am Wein war, ne? Und, ja, die werden ja dann auch irgendwann panisch, ne? Ja, genau. Zwischendurch hat er ein bisschen randaliert, in Anführungsstrichen, hat noch einen Spiegel von der Wand gerissen, ist aber zum Teil geblieben und hat irgendwie eine Packung. Wir haben da auch immer die Sonnencreme, das ist ein Vorratlager für Creme und sowas, haben wir da mit drin. Da hat er dann die Creme gefunden, ein bisschen auf den Boden dekoriert. So war er zumindest beschäftigt in der Zwischenzeit, aber man wird ja panisch da draußen, ne? Denkst, was machst du jetzt? Den Schlüsseldienst noch versuchen, ist ja auch albern eigentlich. Ja. War gut. Ah, können die Tür noch auf und zu machen. Die ist nur unten aus der Tür selbst, also aus dem Türblatt rausgebrochen. Hm. Dieses Scharnier, ne? Was du denn. Der Rahmen ist okay? Ja, genau. Rahmen ist okay. Und dann einfach nur das Türblatt, oder? Ja, genau. Kannst du einzeln nachbestellen. Ja. Wir hatten dann unten nur so weit aufgebogen, dass ich das, ich sag mal, gegendrücken konnte, noch weiter aufdrücken konnte und nachher so ein 2-3 cm Spalt war. Bevor wir sie komplett zerstört haben, haben wir dann 5 oder 10 Minuten auf ihn eingeredet, dass er uns den Schlüssel da durchgibt. Wollte er ja zuerst auch nicht, ne? Hm. Steht er ja auch nicht in dem Sinne. Wie gesagt, da sind wir nicht so mit dem Verständnis, aber dann haben wir ihm einen anderen Schlüssel reingegeben von irgendeinem anderen Zimmer und dann hat er uns den Schlüssel rausgegeben, den wir brauchen, um wieder von außen aufzuschließen.
Was eine Aktion, sag ich dir. Mit euch. Naja, das können wir vorstellen. Das ist nicht so easy. Nee. Das hatten wir tatsächlich auch mal. Wir hatten eine Tür, da hat der Türknauf noch gefehlt. Also es waren alle fertig, einer war leider kaputt gewesen und der hat eben noch gefehlt gehabt und da haben wir, da war eben das Problem, wir hatten Freunde zu Besuch und die hatten ihre Kinder mit dabei, Samstagabend, und die Kinder haben dann, ja, sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, ein bisschen Verstecker zu spielen, waren 5, 6 Kinder. Und auf einmal waren die alle in dem Raum verschwunden und irgendeiner hatte die glorreiche Idee, dann die Tür zuzumachen. Und die kriegst du ja nicht wieder auf, ne? Ja. So, naja, dann mussten wir dann erst, ach, und dann hat ein Kind, das war ein ganz schlaues Kind, das hat dann das Licht noch ausgemacht in dem Raum. Ja. Das war ja super, da, ich weiß nicht, ob der sich da gefreut hat. Dann hast du ja, na genau, mit so vielen Kindern, das ist ja richtig erwartet. Genau, also. Dann gegenseitig zu hoch. Ja. Katastrophe. Und dann haben die alle angefangen mit Schreien und Heulen und dann hieß es halt schnell, ne? Und da, naja, da machen wir uns schnell einen Schraubenzieher besorgt, einen ganz großen, rein ins Schloss und rumgedreht und ab gegen die Luzi. Ich wollte auch den Türbeschlag abschrauben, dachte ich, aber das ging auch. Man das von der anderen Seite nicht. Abschrauben. Ne? Ja. Ja. Aber das mit der Tür einbauen, das ging tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, ich war sehr überrascht. Sehr einfach, gut. Und die Tür hat super gut gepasst. Ich meine, klar, ich habe auch die Wand gebaut, ne, davon mal abgesehen. Oh. Da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass du dich so gefreut hast, dass die Tür passt. Es ist einfach so, wenn man das erste Mal macht. Ja. Weißt du? Man macht das einfach so das erste Mal und der Türrahmen, du setzt den Türrahmen blanko ein und danach muss exakt das Türblatt in den Türrahmen fallen. Und da freut man sich natürlich, wenn das passt. Ich fand das klasse. Toll. Ja. Aber so war schon nicht schlecht, ja. Ist ja auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Also, ist glaube ich auch gar nicht so teuer, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine nette Kooperation mit Wolfgriff. Sehr, sehr angenehm. Sehr unkompliziert. Das Gerät hast du jetzt ja, das musst du nicht zurückgeben, ne? Kannst behalten, ne? Das kann ich behalten, ja. Genau. Also, das Werkzeug, was sie mir geschickt haben, kann ich alles behalten. Und dann bekommt man eine kleine Entlohnung fürs Video und ja. Genau. Alles gut, wenn es auch so offen kommuniziert wird, finde ich, das ist alles völlig in Ordnung. Ja, muss man, natürlich. Erstens ist man gesetzlich dazu verpflichtet und zweitens... Ja, aber sonst kommt da immer jemand, der das merkt und hier gleich ans Bein... Ja, und will, ne? Genau, und ich verarsche meine Community nicht. Also ich sage schon ganz offen und ehrlich, es ist nichts Verwerfliches, in meinen Augen null was Verwerfliches dran, eine Produktplatzierung zu machen, wenn man sich damit identifizieren kann. Ja. Ne? Wenn man sich Spiele anschaut und die Spiele... man findet die gut, man hat Spaß dran. Das ist ja nicht mal Prämisse, jeder hat ja einen Spaß an was anderem. Ne? So, dem einen kann es gefallen, dem anderen wiederum nicht. Aber ich sag mal, wenn es keine Pay-to-Win-Spiele sind oder irgendwelche Gambling-Seiten oder so, ne, dann kann man ja immer noch, also finde ich, warum sollte man das nicht vorstellen können? Ja, da, es gibt auch, ja nichts also, Besseres. Wenn ich so komische Spiele zugeschickt kriege, ja, das ist auch mittlerweile so weit, kriegst du ja ständig eigentlich und dann muss man mal gucken, ach, will man das jetzt noch ungefähr anderen, 2000, aber... ey. Wo ich irgendwelche Keys habe. Ist aber auch viel Blödsinn bei, wo man eigentlich selbst gar keine Lust hat und das lässt man dann eigentlich auch bleiben. Ja. Und wenn, klar, sagt man natürlich ehrlich seine Meinung. Das sowieso, also das ist halt wichtig, dass man seine Meinung halt sagt. Offen und ehrlich. Ich meine, wenn das Spiel nicht so toll ist. Ich mach das gleich. Wenn man das Spiel nicht so toll findet, dann ist das schön und gut. Dann sagt man halt, das Spiel ist nicht so toll, aber dann sollte man sich ja natürlich auch nicht hinsetzen und sagen, ja, das ist der letzte Dreck oder das ist Müll oder das ist so. Sachlich. Das sind immer sachliche Kritik, ist ganz. Genau. Genau. Auch in Ordnung. Ja. Auch Publisher oder was auch immer, Programmierer. Ich ja genauso, wenn ich dann die Karte mache und irgendwas funktioniert nicht, wenn sachlich rübergebracht wird, aber wenn man immer meckert. Genau. Ich freue mich sowieso, ich bekomme jetzt noch einen Gaming-Stuhl von Nitro. Da bin ich echt auch mal gespannt, wie der ist. Wie mal das Sitzen? Jetzt hast du auch schon Gaming oder sitzt du auf normalen oder was? Ich habe einen Maxonomic. Keine Ahnung, ich habe einfach einen billigen Bürostuhl. Das Maxonomic ist, ja, also es ist für mich absolute Premium-Klasse. Es gibt nichts Besseres. Ja. Man muss natürlich erstmal gucken, ob der andere vom Sitzgefühl her... Genau, aber ich habe den Maxonomic jetzt 5 Jahre und der ist am heutigen Tag ist der noch so wie vor 5 Jahren. Das ist aber auch Qualität, ja.
Das ist Qualität, aber das ist halt auch Qualität, die du bezahlen musst. Das muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, Maxonomic liegen die Stühle zwischen 300 und 500. Ups. Ja. Habe ich damals auch bekommen, den Maxonomic. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Also den musste ich mir nicht selber kaufen. Und ist aber einer der absolut besten Stühle. Das klingt jetzt verkehrt, aber einer der besten Stühle, die ich hatte bis jetzt. Lol, Tino, Alter, was ist das denn? Spin Tires hier oder was? Ja. Hallo? Wird auf Effizienz gelegt. So. Du bist hier? Ja, ich mit dem Jünger. Zieh mal bitte die äußere Bahn, wo kein Chopped Straw ist. Ja. Feld 15 ist komplett fertig, ne? Ja. Stroh brauchen wir nichts mehr. Oh. Jo, wir gehen mal kurz. Ich habe die Zeit gerade wieder auf mal 5 gemacht, ne? Weil wir sind, ich glaube, von 8 bis 8 haben wir gesagt. Ja. Korrekt. Danke. Ja, warte, ich muss mal kurz. Probe fahren. So, Tino. Voll gut aus bei uns. Läuft gerade super. Für das, dass die zweite Folge ist, immer ganz gut im Rennen, denke ich. Das Feld ist gleich fertig. Ich schaue den Grober jetzt an. Ja. Soll ich über Chopped Straw auch nochmal drüber dünnen? Nein, bringt nichts. Ah, bringt nichts, okay. Aber ich mache jetzt den Grober direkt Helfer aktiv und dann abgeht die Lust. Ja. So, ich habe noch den Dings gekauft gehabt, ne? Ja, ich habe gerade überlegt, wieso haben wir das eigentlich gemacht? Ich wollte es vorhin nicht sagen. Du wolltest noch Dünger zumachen. Ja, ich weiß, aber das Problem ist, wir haben keine Traktoren, wenn wir zwei Helfer hier laufen lassen. Wir brauchen. Naja, wir müssen mal gucken. Ich überlege, ob wir den Ladewagen verkaufen. Ja. Kannst du mal gucken? Kannst du mal, wenn du fertig gedüngt hast, schauen, was der bringt? Was der bringen würde, der Ladewagen? Ja. Problem ist nämlich, wir bräuchten auch einen Tiertransporter im Zweifel. Auf jeden Fall, ja. Entschuldigung. Ist 15 dreimal durchgedüngt? Ja, 15 ist dritte Düngerstufe, wächst gerade alles. Ja, wächst gerade alles. Aber die 18 ist auch fertig zur Ernte. Ich weiß nicht warum, aber da sind Sojabohnen drauf. Ich weiß, du wolltest das. Du wolltest Sojabohnen direkt als nächstes zumachen. Keine Ahnung. So, bringt halt echt den wenigsten Ertrag. Ah, kannst jetzt. Vielleicht können wir sie verkaufen. Ja. Welchen haben wir? Den Bergmann oder den Strautmann? Wir haben Bergmann, den Zweiachser. Für den bekommen wir, wenn wir ihn so verkaufen würden, 44.000. 20% sind 8.800. 44.52. Fahren wir runter. Wollen wir ihn wegtun? Ja, auf jeden Fall. Fahr ihn runter und den Verkauf. Dann springen den Unimog und fahren mit ihm runter. Der fährt 80 km/h. Achso, ich dachte, okay. Also fahren. Steig du. Nimm ihn hier mit am Feld. Mit deinem Dings. Genau, ja. Und ich fahre den Unimog zum Hof. Ja. Den Helfer wieder aktivieren hier. Wo steht die Sämaschine? Ja, die steht noch bei 15. Kühe brauchen Wasser. Und die Mock steht am Hof. Ja. Das ist schon wieder voll, das gibt's ja nicht. So ein Haufen Ertrag hier. Aber es ist ganz gut. Wir haben, wenn das Feld fertig ist, müssten wir auch fast 50.000, 60.000 Gäste schon haben. Gut, das passt so weit. Was? Ein bisschen Geld und die Leute gebracht.
Was habt ihr denn gemacht? Wir wollten ja in Landbesitz erstmal investieren. Auf Feld gekauft? Okay. Wie ist das eigentlich mit dem Wachstum? Wünschen wir das jetzt eigentlich ständig hinterher, so wo wir das gerade brauchen, oder haben wir jetzt irgendwie eine Wachstumsgeschwindigkeit? Ne, eine Wachstumsgeschwindigkeit. Normalerweise. Ah ja. Bumm. Aus. Ja, und es ist hier Wachstum. Nur ein fünfmaliges Durcheinander. Ja. Aber trotzdem siehst du hier. So, meinst du hier große Grüne? Mhm. Komm ich hier denn am besten rein? Vorne, oder? Rückwärts ranfahren. Vorne, genau. Ah, okay, und dann einfach nur. Ja, okay. Direkt vor die Halle abladen. Wir dürfen die Beine ja selbst in die Halle, selbst in den Stall reinschmeißen. Wir verkaufen Ladewagen, habt ihr Interesse? Was ist so ein hier Grassammel- oder Strohsammelwagen? Ja, so ein Ladewagen, genau, wo du sammeln kannst. Zwei Achse, also nicht der ganz kleine. Nö. So entladen? Nee, andere Seite. Oh. Harry? Ja. War der alternative Düngerhelfer, der hier irgendwie so. Sag mal, weil. Nee, passt schon. Kino, ich bin kein Hofleiter, ich kann nicht verkaufen. Jo, switch rein. Musst du mich reinlassen? Ach so, ja, jetzt. Ja. Lass mal direkt, ja. Ey, was macht denn diese Birne da hinten? Das gibt's ja gar nicht. Das war der alternative Helfer, deswegen fährt er auch so komisch. Ach, über Hochschalte und Bar. War so komisch übers Feld geeiert. Rahmen gelandet. Kannst du hier entladen, Sepp? Ein Stück wieder rausfahren, weil sonst vielleicht zu nah dran ist. Okay. Ja. Hier nach vorne fahren. Das ist ein Bob, ey. So. Vielleicht noch einmal selber machen, wie das aussieht. Aufsteigen, greifen. Und du fährst hier rüber rein. Bist du auf dem Rückweg? Ja, bin am Hof. Auch vielleicht. Was hast du vor? Wasser. Boah, du musst ihn wieder haben. Wollen wir so einen Traktor einfach begegnen fahren? Hier ist auch eine ganze Ecke vergessen, ne? Ich soll mit dem Wasser.
Dann nicht gegen sie. Das war auch ein Helfer. Ja. Helfer hat schlampig gearbeitet. Habt ihr eigentlich immer noch so eine kleine Diskussionsrunde nach der Aufnahme? Geht eigentlich. Aber was war jetzt für eine große Nachfrage? Ich hab's nicht gesehen. Das auch immer sofort weg. Shit. McDonald's für? Nein. Weiß ich nicht. Klingt ja jetzt irgendwo, ne? In der Preisübersicht. Was ist mir mit der Hand ab? Bin in der Feuer oder willst du düngen? Also, einmal drücken. Gut halt, also loslassen dann. Das ist gar nicht. Ja doch, linke Maustaste drücken. Ah. Ja. Ja. Na gut. Wir diskutieren die ganze Woche über. Über das Projekt? Ja. Interessant. Auch ist übertrieben, aber ab und an schnackt man noch mal drüber. Immer wieder, ey. So, beim Essen nach dem Motto, ja, wie sieht es aus? Hast du schon geübt? Ja. Meine Frage. Nicht schlecht. Leider nein. Wer weiß, vielleicht machen wir sowas in LS19 nochmal, dann habe ich einen Profi auch an meiner Seite. Profi Shelly. Ich will gerade fragen, spielst du mit jemand anderem? Wir drücken dir die Daumen. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Also vor allem, wenn wir am Ende von LS19 erst machen, haben wir ja 2 Jahre Zeit bis dahin. Ja, das ist natürlich, ja. Aber ich glaube, ich war dran und wir kommen schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Richtig. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ja, ein Like da lassen, bei den anderen mal vorbeischauen, gucken, was die da so treiben. Und dann natürlich gerne morgen wieder reinschalten. Um 2 geht's weiter. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.